Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video nach der Sommerpause zum Thema Photoshop. Vor 8 Wochen habe ich euch ja ein Video gezeigt, wie man mit einer Verlaufsüberlagerung einen Texteffekt basteln kann. Und jetzt nochmal zur Wiederholung, wie man eine bunte Pinselspitze mit einer Verlaufsumsetzung anlegen kann. Relativ einfach. Ich habe den Pinsel aktiviert, eine Ebene mit Schwarz gefüllt, klicke in der Korrekturenpalette auf Verlaufsumsetzung und habe hier meinen Verlauf. Ja, und links ist es schwarz. Deswegen bleibt der Hintergrund auch schwarz. Und ich mache es mal bunt jetzt. Leg einfach mal ein paar Farbpatronen an. Vielleicht rot, blau, grün. Ja, und am Ende gelb. Jetzt habe ich also einen Farbverlauf. Und die Grautöne von schwarz nach weiß, die werden dann ausgetauscht gegen die Farbe hier. Also hier in der Mitte wäre dann ein mittleres Grau. Ungefähr hier in der Mitte, schätze ich mal, hier ist ein mittleres Grau dann. Das würde dann so blau-grün werden. Okay. Ja, ich nehme mal den Pinsel mit B. Gehe auf meine schwarze Ebene. Die schwarze Ebene wird jetzt umgefärbt. Der Pinsel ist weich eingestellt, Härte 0%. Ja, und jetzt achte ich noch drauf, dass die Pinselspitze irgendeine Farbe hat. Auf jeden Fall nicht schwarz. Ich nehme einfach mal weiß und tupfe hier rein. Ja, und jetzt habe ich also diese farbige Pinselspitze, mit der ich jetzt hier arbeiten kann. Und wenn ich damit male, kommt natürlich so eine Schlangenlinie. Und nach außen hin kommt dieser Farbverlauf, weil nach außen hin die Grautöne erscheinen. Also ich mache mal die Verlaufsumsetzung aus und jetzt sieht man also von weiß nach grau, schwarz wird alles ausgetauscht mit den Farben. Das war mein Video für heute. Wenn ihr was damit anfangen könnt, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss, bis zum nächsten Mal.